Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu FIFA 16. Ja, viele von euch haben es sich gewünscht, jetzt ist es endlich zurück. FIFA 16 auf meinem Kanal, es gab eine kleine Pause, die Pause ist vorbei und jetzt geht's wieder voll ran. Wir werden noch die 1,5 Monate bis FIFA 17, ja, ein bisschen überleben und dazu werden wir jetzt mit FIFA 16 weitermachen. Wir werden ein neues Projekt starten. Und ja, unter dem Motto Passion over Money. Also, wir werden loslegen. Es hat niemand unter das Video geschrieben, was denn Passion over Money sein könnte. Und beziehungsweise es hat niemand erraten und wir starten jetzt ein neues Turnier. Bevor die meisten jetzt anfangen zu meckern, schaut es euch erstmal an, was ich mir diesmal habe einfallen lassen. So, wir nehmen die Liga, wir nehmen 20 Mannschaften, natürlich nicht automatisch besetzen. Der Turniername ist dann Passion over Money Cup. Und ja, weiter einstellen. Natürlich ein. Und die stellen wir ganz kurz ein auf 7 Einwechselspiele. Und ja, wir nehmen einfach Pokal 4, 2 Spiele. Und jetzt, ja, wir haben mit den Bayern eine Saison gemacht. Wir haben mit den Bayern ein Turnier bestritten. Und diesmal nehmen wir nicht die Bayern. Nein, Passion over Money. Wir gehen nach England. Und wir gehen, ja, zu Leicester City. So. Und jetzt werden die meisten schon ein, was kommt. Ja, wir werden mit Leicester City gegen die 19 besten Teams in FIFA 16 spielen. Das wird ein Hammerding. Viele haben geschrieben, ja, mit Bayern ist es so einfach und mit denen ist es so einfach. Gut, dann hauen wir jetzt einen raus und spielen das Ganze mit Leicester City. Ich suche die ganzen Teams dann ganz kurz zusammen. Dann sehen wir uns gleich und dann starten wir in das Turnier rein. Ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf Leicester City. Den Traditionsclub, der in diesem Jahr englischer Meister geworden ist. Sensationell. Also, ich suche die ganzen Teams zusammen, dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier sind die 19 Teams, die mit uns in einer Liga spielen werden. Ja, es sind Hammergegner. Wir werden mal ganz kurz durchschauen, wer denn alles mit dabei ist. Und wir fangen ganz oben an. AS Rom, starkes Team, hat uns mit dem Bayern-Turnier sehr geärgert. Mal schauen, wie es diesmal so läuft. So, dann Atletico Madrid, Champions League-Finalist dieses Jahr, muss natürlich dabei sein. Als nächstes kommen wir zu Bayer Leverkusen, spielt in der Champions League, ist ja ein möglicher Gegner für Leicester City, die ja auch in der Champions League spielen. Heißes Ding, Leverkusen ist auch mit am Start. Dann nächster Bundesligist, Borussia Mönchengladbach, auch mit dabei in der Champions League. Und ja, die sind natürlich auch heiß auf diese Liga. So, dann kommen wir zum nächsten Bundesligisten. Ja, wir sehen schon viele aus der Bundesliga zu Borussia Dortmund. Ja, Dortmund, klar, hat sich gut verstärken können. Und ja, auch in der Champions League mit dabei. Im Übrigen, es sind nicht die aktuellen Kader. Also die ganzen Transfers von Götze, Schürrle und so weiter, wen Dortmund als geholt hat und die ganzen anderen Teams sind noch nicht übernommen. Die kommen erst mit FIFA 17. Sorry, aber geht nicht anders. So, dann der FC Arsenal aus der englischen Liga. Ja klar, englische müssen natürlich auch dabei sein. Als nächstes kommen wir zum Champions League. Ja, El Matador. FC Barcelona. Hammer-Team. Das wird wahrscheinlich eines der Teams werden, die ganz oben mitspielen. Genauso wie das nächste Team, der FC Bayern München. Ich persönlich würde mir unglaublich sehr wünschen, dass Bayern und Leicester City in einer Gruppe in der Champions League wären. Es wäre ein Traum, es wäre ein wirklicher Traum. Ich würde alles für Tickets tun. So, dann kommen wir zum FC Chelsea. Natürlich auch ein unglaublich starkes Team als nächstes zu Klopps Truppe. Der FC Liverpool, dann der FC Porto, auch immer gefährlich. Dann kommen wir zum Europa League Sieger, dem FC Sevilla. Die letzten drei Europa League Saisons gewonnen. Dann Juventus Turin, auch immer wieder gut dabei. Dann kommen eben Leicester City. Ja, wir haben von den Sternen her natürlich das schlechteste Team, aber wir werden unser Bestes geben. So, dann der neue Club von Pep Guardiola, Manchester City. Manchester United, die neue Anlaufstelle von José Mourinho. Leider ist Ibrahimovic schon nicht bei Manchester United, ist immer noch bei Paris in diesem Spiel. So, und dann kommen wir zu Olympique Lyon. Die habe ich auch mal mit reingenommen, weil ich habe mir gedacht, die spielen bestimmt diese Saison auch gut mit. Dann Paris Saint-Germain, ja, wie angesprochen. Ibrahimovic ist noch dabei, ist noch nicht im Spiel transferiert worden. Dann als nächstes Jahr der Champions League-Sieger von diesem Jahr, Real Madrid. Müssen einfach dabei sein, ganz ehrlich. So, dann kommen wir noch zum SSC Neapel, auch ein starkes Team, muss auch eigentlich mit dabei sein. Und das war's schon. Ja, das waren alle 20 Teams. Und wir freuen uns jetzt also auf diese Saison. Es wird schwer, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es schwer wird. Wir spielen auf Legende.
Und glaube, es wird richtig schwer. So, wir legen los und dann schauen wir uns da gleich mal den Spielplan an. Denn da bin ich sehr drauf gespannt. So, wir speichern es nicht unter dem Legends Revenge Cup der Bayern, sondern Passion over Money. So, und dann schauen wir mal den ganzen Plan an. Also, wir fangen an gegen Juventus Turin. Also, wir kriegen schon einmal das, ja, eines der besten Teams vor den Letzgegner. Wir schauen erstmal die Einstellungen rein, ob hier als Pass 6 Millionen Legende Adidas Ball nehmen wir gerne mit. Spielgeschwindigkeit normal, der Rest sollte passen. Gut, und dann schauen wir ganz kurz auf den Kalender und wir sehen, okay, es geht harmlos los, würde ich jetzt mal so sagen. Also es hätte schlimmer kommen können, Juventus Turin, danach Olympique Lyon, dann Rom, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain ist natürlich ein Knaller, der FC Porto, als nächstes dann Manchester City, das ist der erste richtige Hammer. Und dann, oh, und dann geht's endlich los. Und dann geht's endlich los, Manchester United, der FC Barcelona, Atletico Madrid, der FC Chelsea, Real Madrid und die Bayern. Ja, kommen am letzten Spieltag in der Hinrunde und vielleicht auch am letzten Spieltag, nein, nicht ganz am letzten Spieltag, aber ja, ziemlich weit hin. Gut, das ist der Spielplan. Wir schauen uns ganz kurz mal die Mannschaft an. Also, Jamie Vardy, let's have a party. Ja, der natürlich vorne drin mit Okazaki, Mahrez, dann haben wir King mit dabei, den tun wir aber gleich mal raus. Ich stelle gleich mal ein bisschen um. Schlupp auf der anderen Seite darf auch mal raus. Dafür spielt Eric Dier, weil der spielt nochmal rechts, aber das spielt Mahrez, Dier links. Dann hier die Innenverteidigung. Klar, wir haben hier nicht das Star-Ensemble eines FC Bayern München oder sonst, aber wir werden unser Bestes geben, um diese eigentlich fast schon unmachbare Aufgabe bestmöglich zu überstehen. So, dann haben wir nun Morgan die Innenverteidigung, Simpson rechts und Schmeichel im Tor. Wir haben auch schon Schwarze mit dabei, dann Uloa, King, Albrighton, Amate, Gray, Drinkwater, der ja wechseln wird, das ist ja schon sicher. Und den ganzen anderen Rest. Ja, mit denen Leute, mit denen Jungs wollen wir es probieren. Passion over Money. Leidenschaft geht über Geld. Und jetzt, ja, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Das erste Spiel gibt es morgen. Und zwar gegen Juventus Turin. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Es wird unglaublich schwer werden, aber wir können es schaffen. Mit Leidenschaft werden wir das Geld bezwingen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht es gut. Leidenschaft geht über Geld. Bis zum nächsten Mal. Ciao.